Hallo Leute, ich gehe mal mit euch raus. Sag mal, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut verbracht und bereitet euch auf Silvester mit virtuellem Feuerwerk und virtuellem Essen und virtuelle Wärme vor in Deutschland. In Paraguay ist das ja nun kein Thema. Ich gehe mal raus. Ich wollte euch mal ganz kurz was zeigen. Ich bin jetzt mal draußen. Ich habe mal schon ausgetrickst. Der wäre nämlich gerne mitgekommen. Ich zeige euch mal ganz kurz was. Hier wohnt meine Nachbarin, aber das ist nicht wichtig. Es geht nicht darum, sondern ich zeige euch jetzt mal unseren Mangobaum. Mango momentan ein Problem, zumindest nicht die veredelten Sorten. Ich zeige es mal hier unten. Die leiden hier unter einer gewissen Krankheit. Die fallen vom Baum runter und sind nicht genießbar. Keine Ahnung, woran das liegt. Wir müssen es entsorgen. Es geht um was anderes. Seht ihr das hier? Das hat jetzt mit dem eigentlichen Thema gar nichts zu tun. Aber seht ihr das hier? Das ist unsere Mülltonne. Man kann sich sowas hier schweißen lassen oder auch nicht. Und unsere Nachbarn haben das auch gemacht. Da ist noch ein bisschen was drin. Jetzt kommt gerade jemand vorbei. Hola, hola. Jetzt ist aber die Frage, ne? Wo geht dieser ganze Müll hin? Ja, und hier in Encarnación ist das so. Es gibt eine zentrale Mülldeponie und diese zentrale, ich gehe wieder rein, diese zentrale, hallo, jetzt hast du mich gefunden, Mosche, ne? Der ist übrigens gestern 13 Jahre alt geworden, 13 Jahre, ne? Dann habe ich ihm zu viel Leberwurst gegeben und wie es dann so kommen muss, hat er heute Nacht ein bisschen sich übergeben müssen, ne, Schnupsel? Ja, ich schweife wieder ab. Sabine würde sagen, ich schwafle. Es geht eigentlich um ein ernstes Thema. Kurz abschließen, das ist schon wichtig hier. Ich gehe mal außen rum. Kommst du mit, Hund? Ja, komm mit, komm. Schnupsel, komm. Ich gehe wieder nach vorne. Jetzt gehe ich nach vorne. Da sieht er. Ich mache mal so ein bisschen. Das ist der Weg nach hinten. Hallo Sabine. Ich mache gerade ein Video über die Sache, die wir jetzt vorhaben, dann zu Heilige Drei Könige heißt das, ne? Ach so. Yeah. Ja, das ist halt so, das kennt man auch von anderen. Oh Schatz, wie machst du mir eine Schorle? Aber zeig nicht, was ich trinke. Das muss nicht jeder wissen, dass ich Apfelsaft trinke. So, natürlich. Bitteschön. Ja, komm, erstmal ernsthaft. Diese Mülldeponien, das kennt ihr sicherlich von ganz vielen Reportagen aus anderen Ländern. Diese Mülldeponien sind nicht nur Mülldeponien, sondern sie sind auch Lebensraum für Menschen. Und das ist hier in Encarnación tatsächlich nichts anderes. Und ich bin heute angeschrieben worden von einem guten Freund, der das, ich weiß nicht, ob er das jedes Jahr macht, aber ich hatte schon einen Eindruck, er hat gesagt, du Ralf, wollen wir uns nicht zusammentun? Das ist Paraguay übrigens. Natürlich Paraguay, ja. Unsere Hauptkontakte sind ja nach wie vor, auch wenn wir sehr liebe Deutsche kennen, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Das heißt, die Daria mit ihrem Immobilienvermittlung, die war total lieb. Die haben auch ein eigenes Bauunternehmen. Und das von Preisen auch nicht zu teuer. Das war kein großer Unterschied zu Deutschland. Aber ich schwafle wieder, ich schweife ab. Es geht jetzt nämlich um was ganz anderes. Es geht nämlich einfach darum, dass auf dieser Mülldeponie in Encarnación ganze Familien leben. Und sie leben vom Müll.
So wie man das aus den schlimmsten Reportagen so aus Südamerika kennt, ja. Und er hat mich angeschrieben, wir haben über WhatsApp geschrieben, und sagte, ob wir uns nicht zusammentun wollen. Und ich könnte mir aussuchen, was zu essen vorbeizubringen oder auch speziell für die Kinder Spielsachen. Und da habe ich ihm darauf geantwortet, du, gesundes, vernünftiges Essen ist wichtig, aber für die Kinder ist auch Spielzeug wichtig, also lieber beides. Ja, und das ist jetzt das, was wir jetzt geplant haben für Anfang Januar. 6. Januar ist das, ne? Also vermutlich 6. Januar, wir wissen es noch nicht ganz genau. Wo wir Essen, Nahrungsmittel, was auch immer, besorgen werden, Spielzeug und das machen wir natürlich alles auf eigene Kosten, ganz klar. Und dann wollen wir denen das vorbeibringen. Ich weiß, dass viele andere Deutsche, ich habe das in Capiata erlebt, ja, die dann auch, ich habe ja selber den Weihnachtsmann mal gemacht vor einem Jahr da in Capiata, ja, und das wurde dann auch von dem einen oder anderen Deutschen mitfinanziert, ob es eine Hüpfburg war oder sowas, ne? Eine Hüpfburg war das. Ich glaube, die Geschenke wurden zum Teil von den Eltern selber bezahlt. Ja. Zum Teil aber auch gesponsert für die armen Familien. Also das war schon eine schöne Geschichte. Find ich auch nach wie vor gut. Das kam ja für dieses Jahr für mich jetzt nicht in Frage. Aber auf der anderen Seite, dass diese Aktion jetzt hier für die Ärmsten der Ärmsten, Armen, das zu machen, ja, und dass ich darauf angesprochen wurde, war für mich eine Ehre und ich mache das auch sehr, 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 sehr gerne. Ich gebe das jetzt mal als Ankündigung weiter. Und ich sage auf der anderen Seite, zu dieser Sache wird es vielleicht ein Video geben. Es wird aber kein Video geben, was in irgendeiner Art und Weise die Slums zeigt, also wie die Leute dort leben. Ich werde vielleicht zeigen, wie wir wie ich mit Ruben, ja klar, wer es war, mit Ruben einkaufen gehe, wie wir das zusammensammeln, wie wir da hinfahren. Wir werden vielleicht von Weitem filmen, wie das dort aussieht, aber was dort vor Ort passiert mit den Leuten, das empfinde ich als entwertend, wenn man das macht. Ja. Die sind schon geplagt genug und wenn ich dann mit einer Kamera komme und sage, ey, die leben so, die armen Säue und so, das, nein. Es soll eher vielleicht eine Anregung sein für die Leute, die hier in Encarnación unterwegs sind und es gibt ja die eine oder andere Encarnación-Gruppe. Ja. Wo ich sehr interessante Menschen, zumindest vom Lesen her, kennengelernt habe oder von dem, was sie so von sich gegeben haben. Vielleicht kommen die selber auf die Idee, ne? Selber auf die Idee, das Gleiche zu machen. Man muss sich einfach nur informieren. Man kann auch selber Initiative entwickeln. Ich glaube, so habe ich das richtig ausgedrückt, ne? Ja. Es ist tatsächlich nicht neben meinem Interesse, dass ich jetzt hier eine PN nach der anderen bekomme und Leute sich dranhängen. Kann ich das so sagen? Nö. Ich finde, es ist viel wichtiger, dass man Eigeninitiative entwickelt. Ihr wisst jetzt, wo die Brennpunkte sind, oder zumindest ein Brennpunkt, und ihr könnt das machen. Ich finde das toll. Also bei uns ist es klar, ich werde da den einen oder anderen Euro ganz sicherlich investieren und mehr als andere, die jetzt noch daran beteiligt sind. Ja, einfach weil wir es können, ne? So blöd das klingt, ne? Das liegt daran, weil wir mit Paraguayern außer Mittelschicht zu tun haben. Oder auch weniger, ne? Oder auch weniger. Und wir können es vielleicht ein bisschen mehr. Es geht einfach darum, etwas zu tun. Ja, der gute Wille zählt, ja. Der gute Wille zählt. Und je mehr Leute einen guten Willen entwickeln,
desto mehr tut man den Leuten dort etwas Gutes. Ja. Der gute Wille zählt natürlich, davon können die ja nicht essen. Ne? War jetzt gerade so die erste Idee, die ich hatte. Davon können die jetzt nicht essen, aber wenn jemand mal seinen eigenen guten Willen dann auch in die Tat umsetzen würde. Das lasse ich so stehen, genau das. Dann würden die nämlich alle was zu essen haben. Es muss nicht einer zentral, jetzt so wie ich jetzt, ne? Eben. Ich glaube, ich hoffe, ihr habt Sabine gehört, weil sie hat es auf den Punkt gebracht. Das ist eigentlich nur eine Ankündigung. Ja, und ich wünsche euch noch was. Das nächste Video kommt vielleicht ganz kurz zum Jahreswechsel. Und ja. Und der Rest ist dann, ich berichte dann, wie das gelaufen ist hier. Ich glaube, das läuft gut. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Wolltest du auch noch was sagen, mein Schatz? Nö, noch einen schönen Tag. Auch einen schönen Tag. Habe ich das erzählt, dass der Hund 13 geworden ist? Hast du schon. Okay. Tschüss.